Und es war ihm egal, okay. Oh, wie hab ich das denn gemacht? Hey! Hab ich's drauf oder was? Ich hab nichts gesagt. Oh mein Gott. Ich muss nochmal machen. Weil Angst. Ich treffe ihn so nicht. Scheiße! Doch nochmal. Nein! Nein! Falsche Taste! Scheiße! Warum wechselst du denn immer? Mann! Ich muss ihn schnell platt machen, bevor meine Frau stirbt. Ich muss ihn töten! Er hat mich getötet. Fuck! Alter, wie soll ich das denn jetzt machen? Ich hab doch keine Ahnung! Ich bin doch planlos! Aber er war auf jeden Fall schon ziemlich farbig. Und ich hab nicht gespeichert hier, ne? Ich schaff das so nicht. Scheiße. Ich muss das so... Ich denk mal, ich muss es schaffen, bevor halt meine Frau da platt gemacht wird, oder? Volle Kanne getroffen. Sehr gut. Das ist auch so kacke, ne? Dass ich den nur so blöd treffen kann. Nein! Was? Komm. Stirb. So langsam! Er hat mich zweimal getroffen! Ich bin Game Over! Ich glaub's nicht. Ich höre jetzt hier auf. Das hat halt keinen Sinn mehr. Ich muss laufen gehen. Nein, komm, wir benutzen das Continue jetzt auch noch. Boah, ich krieg's doch nicht hin, Mann. Es ging eigentlich ziemlich schnell, dahin zu kommen. Das war jetzt nicht das Problem. Tschüss. Tschüss. Ich hab da gerade ein Geheimnis gefunden. Ich glaube, das hab ich schon mehrmals gefunden, aber egal. Tschüss. Fick dich. Hallo? Wo trittst du? Oder triff ihn doch gefälligst mal. Komm, Schlag, danke. Das geht eigentlich echt schnell, wenn man einmal den Weg kennt. Ah, jetzt kommt die Scheiße, genau, mit dem hier. Und dem hier, tschüss. Ich mache jetzt Schluss. Ich werde einen Speicherstand machen am Endgegner. Das ist mir jetzt scheißegal. Werde das dann hier dran schneiden und ja. Werde dann mein Schlussresümee über das Spiel abgeben. Ich bin nicht sauer auf das Spiel. Nein. Ich muss weiterspielen. Nein, ich muss nicht weiterspielen. Ich muss laufen gehen. Es ist spät. Ich muss noch heute duschen gehen und so. Ach komm, scheiß drauf. Ich spiele jetzt weiter. Ich bin so unentschlossen. Es ist unfassbar. Aber wir laden unseren Spielstand. Einen Versuch muss ich noch machen. Echt. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht so auf mich beruhen lassen, dass ich dann einfach mal, ne? Ich mag das auch nicht, so unerlaubte Sachen zu machen, so wie die Safe-States-Nutzung, die ich jetzt hier gerade betreibe. Ich müsste das Spiel eigentlich schon tausendmal nochmal neu angefangen haben, wenn ich den ganzen Continuous nicht verloren hätte. Aber das Spiel bietet mir zum Glück die Möglichkeit. Weil, oh, genau, auf dem Sega auf keinen Fall. Nee, da bin ich mir sicher, dass das nicht geklappt hätte. Da müsste man das Spiel auswendig können, um das zu schaffen. Aber hier, glücklicherweise, ist die PlayStation so nett und gibt mir die Möglichkeit. Hier, speicher doch mal ab. Das hast du jetzt verdient. Wobei ich das ein bisschen blöd finde, um ehrlich zu sein. Ich hätte es lieber gehabt, wenn man da so eine bestimmte Anzahl an Speichervorgängen hätte. Das fände ich besser. Ich hab's versaut. Wow. Bin ich ein Haufen Code oder was? Ich hätte doch vorher mein Schild aktivieren sollen. Müssen. Oh mein Gott, Dennis. Oh, ich hasse mich so, ne? Ich hasse mich so. Gib mir auch Keks. Danke, tschüss. Okay, zweimal getroffen. Hey. Ich hab den nicht getroffen. Nein! Ich weiß, ich bin hier kurz vorm Extra-Leben. Okay. Hauptsache, die Explosionen sind erstmal weg. Ui. Okay, und das ist schon der letzte Gegner hier, ne? Tritt ich einfach? Warum tritt er denn nicht, Mann? Was ist für ein Arschloch, Mann? Was ist für ein Arschloch, Mann, genau. Hey, voll Energie. Toll. Gut, dann, neues Spiel, neues Glück, ne? Dreckige Musik. Tschüss. Tschüss. Oh, das geht echt schnell. Wow, wenn man wirklich weiß, wie, dann geht's auch wirklich schnell.
Wobei, über den Weg bin ich mir immer nicht im Plan hier, ob das hier so der richtige Anfang ist. Keine Ahnung. Aber er funktioniert auf jeden Fall irgendwie. So. Tschüss, tschüss. Hey, Leben dazu bekommen. Das wollte ich doch nur sehen. Oh, das gehst du mir hier auf den Sack, ne? Nein, doch nicht. Hui. Okay, erstmal können wir gleich alles wieder schön aufleveln hier. Genau, wenn wir nämlich hier sind. Siehst du, wenn das Licht angeht. Es wäre so blöd, wenn ich dann halt so meinen super Selbstzerstörungs-Move des Todes aktiviere. Dass dann irgendwie der dann wieder auf das Schild zurückspringt. Was natürlich auch an sich ganz nett ist, weil wenn man so dann zwei Leben direkt opfert, so, dann ist das vielleicht auch nicht jedermanns Gedanke. Aber okay. Nein, verschwende doch nicht so viel, Dennis. Was machst du denn da? Unten? Ja. Unten. Okay, jetzt machst du oben. Nein, bin ich doof. Ich habe unten gesagt, weil ich dachte, der schlägt nach unten. Ich meine aber eigentlich, dass ich dann nach unten hätte schießen müssen. Lass mich in Ruhe kommen. Geh einfach nach Hause. Ach ja, jetzt wieder. Bin ich blöd, ey. Oh, Arschloch! So. Und da lang. Das ist eigentlich sehr praktisch, dass ich hier jetzt auch gerade den Power-Move habe. Damit nämlich alles abwehren kann. Finde ich sehr gut. Da sind wir auch schon. Das ist auch der letzte Bereich, der mich gerade eigentlich ziemlich gefickt hat. Okay. So, verpiss dich. So. Hey, wir haben genau 50 Stück. So, ich mache hier jetzt einfach mal einen Speicherpunkt. Ich werde den alten nicht überschreiben. Nein, nein. Warum ich zwei... Speicherdaten. Ach, ich habe heute schon mal gespeichert, oder wie? Ich weiß das gerade nicht mehr. Keine Ahnung. Komm, gib Gas. Dankeschön. 1,15 können wir hinbekommen. Ja, ja, ist gut. Danke, komm. Ich will den Wichser jetzt besiegen. Wichser. Also, nehmen wir wieder Mijin. Das ist so ein komischer Endgegner, ne? Okay, bisher klappt es eigentlich ganz gut mit dem Ausweichen. Au! Was ich interessant finde, ist, dass mir das jetzt nichts abgezogen hat. Das ist dafür umso mehr. Nein! Ich glaube, einmal kann ich noch aushalten. Ja. Fums! Warum hat es dem jetzt nicht wehgetan? Das finde ich jetzt aber echt merkwürdig. Nicht so langsam, Junge. Boah, so viel. Mann! Okay. Ich hab noch Schild und meine Frau ist tot. Wann ist denn Arsch denn mal kaputt? Komm, stirb. Ja, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Meine Frau lebt noch. Bist du noch wach? Madam, hallo? Nicht noch. Ja, komm. Die ist nicht tot, oder? Sie ist doch tot, warum ist sie tot? Es gibt ja bestimmt noch ein gutes Ende. Da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Das will ich jetzt auch haben. Also grundsätzlich habe ich das Spiel jetzt geschafft, ne? Mit einem schlechten Ende, kann man sagen. Das finde ich aber cool, dass es hier zwei verschiedene Enden gibt. Aber ich will nicht das schlechte Ende haben, nein. Ich will nicht das schlechte Ende haben. Wir haben hier steht es 19:30 Uhr, ich bin immer noch auf Winterzeit. Vergiss es, ey. Auf keinsten werde ich das schlechte Ende hier auch nur im geringsten akzeptieren.
guck mal, dass ich ihn schnellstmöglich irgendwie umbringe, den Arsch. Komm schon, stirb, Wichser. Ich weiche einfach nicht aus. Ich bin tot! Verdammt! Scheiße! Das war zu übereifrig! Ich will das gute Ende haben! Verdammt nochmal! Nein, 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 nein! Nein, ist okay! Komm, komm, ist okay! Komm, danke! Ja, komm, tschüss! Ah. Ich will das gute Ende haben, auf jeden Fall! Ist mir gerade egal! Oh, der muss nur schneller erscheinen, der Arsch! Schon mal den hier ausrüsten. Komm schon, Baby, komm schon, komm schon! Ich bin erst mit dem Schwert gebammt. Dafür keine Angst vor dem haben. Direkt auf den hin. So, okay, einen kann ich noch. Ja, getroffen. Und nochmal getroffen, hervorragend. Und voll Energie. Nein, was mache ich denn da? Ich hab's direkt schon wieder getan. Wow. Ey, ich hab ihn dreimal getroffen, wow. Nochmal? Ja, ich bin gerade ein bisschen gestresst. Das könnte hinkommen, ja? Nochmal, komm. Triff ihn nochmal. Ja? So, okay. Komm schon, komm schon. Jetzt muss ich ihn ganz oft treffen. Ich treffe ihn nicht. Warum treffe ich den nicht? Warum treffe ich den nicht damit? Was ist das denn? Sie ist schon wieder tot. Warum ist sie schon wieder tot, Mann? Warum ich will nicht, dass sie tot ist, Mann? Töte mich doch, Arsch. Wie kriege ich sie denn platt am besten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Bah. Es muss doch eben funktionieren, verdammt. Ich kann das so nicht auf mir sitzen lassen, wirklich nicht. Es muss doch irgendeinen Trick geben. Komm schon, stirb. Ich weiß nicht, ob das zu lang dauert. Aber ich kann so auf jeden Fall noch einen mitgeben. Okay. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, ich weiß. Aber ich brauche das gerade für mich. Komm schon. Und nochmal. Komm schon. Stirb. 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 Er ist nicht tot. Warum bist du nicht tot? Nein! Der hält viel zu viel aus. Ich krieg's nicht hin. Tut mir leid, Leute. Ich krieg's so nicht hin. Zurück zum Hauptmenü. Gut, ich guck mal, dass ich das Offscreen irgendwie nochmal hinbekomme. Das war auf jeden Fall The Revenge of Shinobi. Ich werde dann, vielleicht, wenn ich es dann hinbekommen sollte, werde ich dann hier im Anschluss quasi nach meinem Gelaber und so, werde ich nochmal das gute Ende darstellen. Eventuell mit ein bisschen Gelaber, vielleicht auch nicht. Mein Resümee zum Spiel auf jeden Fall eigentlich nettes, kurzes Spiel. Grundsätzlich ist es aber wirklich hart. Ich habe es wirklich sowas von unterschätzt, ne? Weil ich eigentlich von mir selbst auch gedacht habe, dass ich erstmal viel mehr diese Speicherfunktion nutzen würde. Mein Stolz mich dann aber doch noch gepackt hat und mir gesagt hat, hör mal, Dennis, bist du eigentlich bescheuert, das kannst du doch nicht machen. Das ist ein altes Spiel und nur weil du jetzt hier die Möglichkeit hast zu speichern, ne, weil dir das Spiel das anbietet, heißt das ja nicht, dass du es auch wahrnehmen musst. Dadurch wäre es natürlich eine ganze Ecke kürzer geworden und so hat das jetzt heute nochmal 5 Parts, ungefähr 12, 13 Parts, glaube ich, gedauert. Was schon nicht ohne ist. Ich habe eigentlich so mit 4, 5, 6 Parts gerechnet, bin ich ja ehrlich. Ja, auf jeden Fall, es hat echt Spaß gemacht. Es ist wirklich sehr knackig schwer auf jeden Fall, teilweise auch ein bisschen unfair. Aufgrund der Tatsache, dass man halt immer zurückfällt, ne, wenn man getroffen wird und so. Wenn nichts hilft, muss ich das Spiel nochmal auf leicht durchspielen, weil ich glaube, dann hält der Endgegner auch nicht so viel aus. Sollte aber kein Problem werden. Ich sag mal, wenn man einmal weiß, wie es geht, dann
Ich schätze, wenn ich das jetzt durchspielen würde, ich würde die Hälfte der Zeit brauchen, auf jeden Fall. Auch als ich nochmal bis zur fünften Stage gespielt habe, weil ich Game Over gegangen bin, das war kein Problem für mich. Also, ich bin da echt gut durchgekommen. Habe ich einfach mal so ein Stück gemacht. Yo, gut. Was soll ich irgendwas zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Eins meiner wenigen Sega-Spiele, die ich jetzt mal gespielt habe, also die ursprünglich mal für eine Sega-Konsole rauskam. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Spiel gefallen hat. Das sage ich jetzt schon mal soweit. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert für die 3 Euro, die ich bezahlt habe. Schönes Retro-Feeling auf jeden Fall. Relativ leichte Trophäen. Doch. Ich sage mal, ich glaube, wenn man das wirklich auf leicht spielt, ist es auch wirklich puppileicht. Weil ich sag mal, hier kam ich ja auch relativ gut durch. Hätte ich nicht unendlich Continuous gehabt, dann. Oder hätte ich mir nicht die unendlich Continuous selbst gemacht. Dann wäre es auch was anderes gewesen. Aber einmal habe ich die auch komplett verloren, ne? In der fünften Stage. Ja gut, das war dann halt blöd. Aber es hat Spaß gemacht und war auch mal wieder ein Projekt, was meine Gefühle ein bisschen in Wallung gebracht hat. Gut, ich verabschiede mich jetzt. Das nächste Projekt wird auch für die PlayStation 3 sein, wird auch wieder relativ kurz sein und basiert eigentlich auch mal auf einem alten Spiel. Ist eine HD-Version von dem Spiel. Sonst noch ein Tipp? Ja, doch, zu einem Nachfolger habe ich mal die Musik eingespielt. Zu der Verlosung in meinem Livestream für Uncharted. Also die dabei waren, die wissen, was kommen wird. Das wird ja wirklich kurz, weil das Spiel kenne ich so halbwegs. Kürzer als das, glaube ich. So, ich bin jetzt weg, ne? Danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Vielleicht seht ihr jetzt noch... Nein, ihr werdet jetzt auf jeden Fall noch das gute Ende sehen. Ob ich rede oder nicht, weiß ich noch nicht. Und ja, ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Projekt. Tschüss. Tschö. Hey, nicht mal 12 Minuten später und ich hab's geschafft. Was habe ich jetzt anders gemacht als beim letzten Mal? Eigentlich gar nichts. Ich habe irgendwie nur mehr Powerschläge gehabt, also diese Schwertstreiche. Damit habe ich ihn halt relativ früh schon ziemlich viel abziehen können und deswegen, wie man sieht, habe ich es jetzt geschafft. Hey! Jetzt haben wir endlich mal unsere Rauku gerettet hier, ne, unser Mädel. Komm schon. Die Wand ist nach oben verschwunden. Ich habe noch ein Leben dazu bekommen. Oh, wie schön, sie sind wieder vereint, nehme ich auf. Ja, gut. Nicht mal zur Musik irgendwie so eine schnulzige oder sowas? Ah. Auf jeden Fall bei weitem nicht so traurig wie das andere Ende, wenn unsere Frau kaputt ist. Ah, guck mal, für Naoko, für den Frieden, Shinobi für immer. Jetzt habe ich auch 100% der Trophäen erfüllt. Das habe ich gerade einfach mal unterschlagen, fällt mir gerade so auf. Passiert hier jetzt noch irgendwas? Oder, haben wir jetzt noch Sex? So im Wasser? Das wäre doch mal was. Hm? Ah, was hältst du davon, Rauko? Hm? Sonne geht unter. Oder was passiert nun? The End. Ja, diesmal auch mit gutem Ende. Ich kann es also doch. Ohne Scheiß, das war jetzt der zweite Versuch, nachdem ich das Spiel gerade durchgespielt habe. Vielleicht, ohne Scheiß, vor 5 Minuten habe ich es geschafft. Ich hätte natürlich erstmal laufen gehen können, ich weiß, aber man kennt mich ja, ne? Das heißt, ich werde das Video direkt daran... das Ende werde ich direkt daran schneiden. Ich werfe jetzt doch noch mal kurz einen Blick auf die Trophäen, ne, um zu beweisen, dass ich das hier auch jetzt geschafft habe, nicht wahr? Wo ist das denn hier? Finde ich das hier? Jawohl. 100%! Hey. Das haben wir gerade eben geschafft. Ohne ein Continue zu benutzen, müssen wir da noch die Naoko am Ende retten. Besiegen den Boss der Runde 1 ohne einen 8-Shuriken-Angriff. Das war Zufall, dass ich das geschafft habe. Muskeln anstelle von Ninjutsu, beende 6-1 ohne Ninjutsu einzusetzen. Okay, Zufall. Die tanzende Dame in Chinatown darf nicht besiegt werden. Das habe ich gemacht, während ich wieder auf bis Stage 5 gespielt habe. Der Sturz des Shinobi, wie war die Fahrt in den Wasserfall? Ich glaube, wenn ich runterfalle aus Versehen da im zweiten Level. Also ist Stage 1, Level 2. Benutze 300 Shuriken, das kriegt man auf jeden Fall hin. Siehe das blaue Emblem, bewundere das Sega-Logo. Das ist, wenn man am Anfang direkt Start drückt, glaube ich. Neosids Fall, löse 10 Bomben aus, das schafft man auch locker. Übernatürliche Ninja-Künste, verwende jede der 4 Ninjutsu-Arten in einem Spiel. Das habe ich auch gemacht, als ich bis Stage 5 wieder gespielt habe. Blocke 10 Angriffe mit deiner Parierstange. Das kann man nur machen, wenn man die Powerfähigkeit hat. Ich meine, man muss eigentlich nichts machen, die Schüsse werden automatisch abgewehrt. Führe Joe Musashis 8 Shuriken-Angriff aus. Oder Shurikin, ist wahrscheinlich die Mehrzahl davon. Das ist halt dieser Doppelsprung und den Angriff. Und der Shinobi sieht alles. Stehe auf der Backsteinsäule in 3-1 Ninja-Style. Das habe ich sogar im Let's Play geschafft. Das war aber Zufall, dass ich das geschafft habe. Also mal zusammenfassen, wirklich ein schön kurzweiliges Spiel. Ziemlich knackig auf jeden Fall. Wenn eine Herausforderung sucht, super. Wer trotzdem was altes spielen will, ne, hier mit Save-States, hat man auch hier die Möglichkeit, Save-States zu machen. Ich hätte es nicht geschafft, wenn ich die Speicherfunktion nicht hätte. Auf keinen Fall.
Einmal habe ich ja alle Continues verloren. Und ich glaube, spätestens am Ende hätte ich nochmal alle verloren. Doch, kann man sagen. Allein schon, weil ich da weniger Energie habe und so. Und das heißt, dann hätte ich nochmal alles nochmal von neu spielen müssen. Hätte ich da nochmal ein paar Leben sammeln können vielleicht. Aber ich muss sagen, ich bin das nicht ganz ehrlich angegangen. Muss ich wirklich sagen. Ich habe es zu sehr unterschätzt. Das wird mir bestimmt nicht mehr passieren bei Let's Plays. Da könnt ihr voll ausgehen. Ne, weil die ersten drei Level, die gingen eigentlich damals so relativ locker von der Hand und so, ne? Und jetzt, das war jetzt ja ein bisschen Käse, was ich hier gemacht habe. Aber okay, ich habe es letztendlich immer noch geschafft. Das ist das Gute. Ich habe schon ein ganz gutes Gewissen, weil ich halt wirklich die Speicherfunktion nicht ausgenutzt habe, fand ich persönlich. Und ich kann also noch in den Spiegel gucken, ja. Wie gesagt, ein paar Euro hat es nur gekostet. Im PlayStation Store schaut mal selbst nach, wenn ihr Interesse habt. Gut, dann sage ich also nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden auch jetzt in Zukunft noch ein paar mehr Retro-Spiele kommen. Könnte sicher sein. Für all die, die es gefallen hat. Für all die, denen es gefallen hat. So rum. Und ja, wie gesagt, ne, bis zum nächsten Projekt. Und ja. Tschüss.